Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Fortnite mit mir, dem Mammel. Und ich habe mich ein wenig schlau gemacht, was die Medbot-Missionen sind, ja. Und zwar müssen wir zum einen erstmal eine 23er-Zone wiederfinden. Zum anderen sind das wohl Überlebende, die wohl auf dem Boden liegen. Und wenn man die quasi helfen möchte, dann kommt sie im Medbot, der dann zwei Blutloben möchte. Und das sollen wir machen quasi. Das heißt, am besten eine Mission nehmen, die, sag ich mal, wo du viel Zeit hast. Was wie, ja, eventuell hier eine Datenbeschaffung könnte man machen. Reite den Blitz könnte man theoretisch machen. Da gibt es auch noch Hand-XP. Pass auf, wir versuchen mal, ne? So, hier ist auch eine bestehende Sitzung. Da gehen wir mal rein, da gucken wir mal. Ich hoffe, die Info war alles richtig, was ich da so erfahren habe. Okay, pass auf, wir starten mal. Ja? Und jetzt suchen wir mal nach Überlebenden quasi und versuchen die zu helfen, beziehungsweise da zwei Blutloh. Also müssen wir ja eh Blutloh sammeln mit dem Blitz. Ja? Gut, das ist so die Mission, die wir gerade haben. So, ich hoffe, da hinten ist ein Überlebender schon, der angegriffen wird. Okay. Alles ohne Sound, ohne Dings. Was ist das hier? Ein Teddybär? Sie greifen an! Nein. Hilfe, bitte! Gebt auf, Federlinge! Okay, irgendwie ist hier gerade ein Bug drin, kann das sein? Irgendwie Anzeigefehler? Okay, ich helfe die mal und dann. Das war unglaublich! Gute Arbeit! Weiter so! Ja, bitte. Irgendwie ist hier gerade irgendwie. Anscheinend ein Soundfehler drin oder sowas gerade. Keine Ahnung. So, da ist Blutloh, das sammeln wir mal gleich mal ein. Okay. So, jetzt sollen wir ja Überlebende finden und beziehungsweise, das eigentlich. Wahrscheinlich von irgendwie anders eine Mission, keine Ahnung. Um die Teddybären. So, wir rennen mal hier durch. Warte! Da hinten wird mir ein Imitator, glaube ich, angezeigt. Kann das sein? Ah ja. Feuerwerk, das Feuerwerk interessiert mich nicht. Das hier könnte man mitnehmen, das Auto. Ich weiß nicht, warum die Autos mir immer noch quasi angezeigt werden. Das verstehe ich gerade nicht so richtig. Weil eigentlich. Ach Quatsch, nicht die Autos, die Feuerwerkdinger. Eigentlich haben wir ja alles. Oh, Munition, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Oh, da ist ein Lager, sehe ich gerade. Okay. Können es aktivieren, aber eigentlich haben wir davon alles. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier seinen Überlebenden finden. Auf dem Boden liegt. So wurde mir das jedenfalls im Chat gesagt. Ja? Ich könnte da hochlaufen. Da ist sowieso ein ein Dingszeichen. Ich gucke mal. Ich gucke mal, was das ist. Warte einfach. Beruhige dich. Ja, das mit der Füge Ausdauer. Blutloh hinzu, um den Start vorzubereiten. Okay, das ist weg. Hier ist der Dings. Okay. Was bist du? Damit die Mission besser wird? Okay. Das kenne ich auch noch nicht. Da unten ist noch ein Ausrufezeichen. Ich will nur mal gucken. Kommandant, ich misch mich ja sonst nicht ein. Eine Blume. Aber ist dir aufgefallen, wie sich Summer und Dennis angesehen haben? Vielleicht haben sie gestritten. Aber in ihren Augen funkelte wahre Liebe. Suche nach den allerromantischsten Rosen. Ich habe einen Plan. Okay.
Blumen pflücken, also unsere aktuelle Mission. Warte mal, Kommandant. Yo, Dennis. Liebst du Summer? Ja, ich liebe sie schon, seitdem sie das erste Mal rücklings von meinem Motorrad gefallen ist. Dann geh in Deckung. Ich ziehe den Stift aus dieser Liebesgranate. Ich schreibe was Romantisches auf, das Dennis vorlesen kann, wenn er ihr die Rose gibt. Etwas, das selbst er nicht vermasseln kann. Fertig! Okay. Danke, ihr wart wundervoll. So, Überlebende finden. Nee. Okay. Hier ist ordentlich was los. Hier wollen wir eventuell mal nicht rein. Hier Blutler, nehmen wir mit. Ich brauche unbedingt Ausdauer. So. Was, Schwierigkeit 2 Spiele? Okay, keine Ahnung, was das ist. So, wie finde ich jetzt hier dieses... Oh, muss rasten. Weiß ich, was haben sie denn hier eigentlich eingebaut? Keine Ahnung. Nein? Kann ich nicht machen. Ah, keine Ausdauer. Jetzt. Meatballs. Mensch, das ist ja auch wieder eine ekelhafte Mission. Ich finde allgemein hier gerade ein mega Feuerwerk wenig Überlebende. Zu werden. Geh zum Feuerwerk, errichte Verteidigungen und zünde die Lunte. Okay. Nein. Ich will jetzt Überlebende finden. Ich will das zumindest mal sehen. Bleib stehen! Hier ist noch ein Auto, das können wir auch noch mitnehmen. Okay, hier gab kein Teil. Das war wieder eine Mission für Mick. Gib mir eine Minute. Ja, ja. Warum versucht ihr es immer wieder? Euch will ich doch gar nicht haben jetzt. Alter, wo kommt denn die alle her? Weg hier! Schießen, stechen oder reparieren. Irgendwas! Okay, taktische Flucht. Aber ich kann hier suchen und suchen und suchen und suchen und suchen. Ich finde hier einfach keine... Ich finde noch nicht mal hier irgendwelche Überlebenden. Das ist das Doofe. Muss rasten! Gegner in der Nähe! Volle Magazine! Ja. Okay, solche Missionen, die nerven mich denn doch ein kleines bisschen in diesem Spiel, wenn du keine richtige Erklärung bekommst, was ist. Das ist ein wenig nervig, ehrlich gesagt. Ah, die Waffe fährt schon. Fliegende Höllenwesen! Ja. Ja, die macht echt guten Schaden. Erledigt den Schleuderer! Ausgeschaltet.
Yay! Ein Drache! Ein Lama! Ein Drachenlama! Hol die Munition! Jawohl, so macht man das! Schau mal hoch! Es regnet Beute! Brennende Beute! Hä? Ich hasse die Typen! Huch! Boah, nachladen! Geklaut. So, Junge. Oh, nee. Sturmdaten wurden auf deine Minimap übertragen. Errichte rund um den Bus Verteidigungsanlagen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. So, wie viel muss ich davon eigentlich noch sammeln? Noch 5, okay. Na, pass auf, dann machen wir wenigstens das in der Folge noch zu Ende. Ach, Mann. Diese Bezeichnung von diesem Meatbots, das ist doch schon wieder... Ich hab, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also, ich habe den Chat gefragt, ja. Ja, was das sind für Teile. Und, mir wurde nur gesagt, Überlebende finden, die auf dem Boden liegen. Und wenn man die quasi helfen will, dann kommt ein Vieh. Ne? Aber ich habe hier noch nicht. Ich habe noch nicht mal einen richtigen Überlebenden gefunden. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Ich kann auch hier gucken auf der Karte, wie ich will. Ich finde hier keinen Überlebenden. Hier noch eine Rose mitnehmen, ja. Noch so. Eine Rose, noch ein wunderschöner Liebesbeweis. Ich kann quasi schon die Soulplatten hören. So, 4 Blümchen bräuchte ich davon noch, okay. Oh, muss mich erholen. Ich muss mich noch mal ganz schlau machen. Mit dieser. Ich habe eigentlich gedacht, okay, gut, ja, Überlebende. Aber anscheinend, keine Ahnung. Rose, check. Eigenes Gedicht, check. Romantik ist mir wohl einprogrammiert. War noch eine Rose, ja. Ja, wieder rüber. Geht doch. Nur noch eine letzte Rose. Ja, die filmen wir doch hier auch nochmal, ne? Guck mal, da ist er doch. Hey Dennis, nimm diese Rosen, gib sie Summer und lies das auf dem Zettel genauso vor, wie es da steht. Und gib mir vor der Hochzeit einen aus. Während er beschäftigt ist, suchen wir noch eine Rose. Okay, eine Rose fehlt noch. Oh, warte! Da unten, glaube ich, oder? Ja. Hey, unsere Festung wird beschädigt. Das lief nicht so toll. Bitte? Du hast was falsch gemacht. Diese Liebesbekundungen hätten sogar Romeo alt aussehen lassen. Vielleicht? Kann schon sein. Aber es ist sofort ein Streit über die Bedeutung der Worte Holdemeid ausgebrochen. Ist jetzt auch egal. So ein Poesie-Mann bin ich nicht. Ich bin ein Mann der Tat. Und deshalb bin ich von Hüllen umzingelt. Dennis. Nein, ich muss das tun. Für Summer. Entspann dich. Verteidige den Bus. Wir haben einen Bonus im Spiel.
Ja, also. So, davon sollte ich auch noch mal welche sammeln, glaube ich. Zwei noch. Munitionsreserve. Geht leider nicht. Also manchmal blicke ich hier nicht mehr ganz durch. So, so viele tausend Ausrufzeichen hier auf der Karte versteckt. Ja, ist ja alles richtig. Aber was ist ein verdammter Mid-Boss? Gott. Wo mir die Mission gerade gar nicht angezeigt wird, aber das hat... Aber das hat damit nichts zu tun, ne? Können wir jetzt nicht abgeschlossen haben, oder? Sei tapfer, kleine Festung! Wir haben verloren, okay. Alles klar. Okay, das nervt mich gerade. Nicht, dass wir jetzt verloren haben. Das ist eigentlich... Das war gerade nebensächlich. Ich wollte einfach nur wissen, was diese Medbots sind. Die eigentlich nicht erklärt werden. Das ist total doof. Ehrlich gesagt. Ja, okay, komm. Nee, jetzt hier ohne Kiste. So. Kann eh nicht viel drin sein. So. Also hier wird mir gesagt, rette die Überlebenden. Ich glaube, wir haben aber keine rette die Überlebenden Mission auf 23. Haben wir nicht. Okay. Das ist schlecht. Das heißt, jetzt kann ich die Mission gar nicht weitermachen, oder wie? Warum ist hier immer noch das Ausrufezeichen? Da. Okay. Ja gut, dann können wir gar nicht in der aktuellen Mission heute weitermachen, weil, ich habe ihn gerade in der Mission weder einen Überlebenden gefunden, noch diese Erklärung vom Medbot. Das finde ich gerade ein bisschen doof. Hier bringt mir das nichts, die 19er Zone zu machen, weil, kommen wir erst ab 23 vor, so wie ich das gerade quasi in den Chat hier gelesen habe. Ja, ihr könnt ja da quasi auch mitlesen. Ja. Das ist natürlich doof. Genau, hier soll ich immer noch die Rosen finden, sammeln und vor allen Dingen will ich dieses doofe Hoverboard haben. Okay, das ist gerade echt ärgerlich, das ist doof, das ist gerade echt doof.
Ich kann weder die Mission hier gerade weitermachen, noch die Erklärung ist halt dämlich. Gut. Warten wir einfach ab bis zur nächsten Folge, sage ich einfach mal, ja. Die nächste Folge werde ich jetzt nicht in diesen Rutsch mit aufnehmen. Ich werde mal morgen quasi reingucken ins Spiel, gucken, ob ich denn eine Rette die Überlebenden Mission habe. Ansonsten, ich komme ja sonst überhaupt gar nicht mehr in meine Storyline weiter. Das ist das Blöde. Ne? Das bringt mir überhaupt gar nichts gerade. Ich wollte ja in der Storyline schon extrem weiterkommen. Bitte. Üben, meine Freunde. Denn wir sehen uns in der nächsten Folge und ich hoffe, dass ich bis dahin das Problem gelöst habe irgendwie. Keine Ahnung. Also ansonsten hänge ich jetzt hier erstmal fest. Gut, also bis dahin. Macht's gut. Tschüss.